das ist alles hart und doof und bäh. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja, was willst du denn damit anfangen? Brumm. Brumm, brumm, ja. Ja, kannst dich abreagieren. Welcher Werkzeugkoffer ist denn der beste für euch, wenn ihr einen Werkzeugkoffer für alles haben wollt? Das klären wir heute im Teil 2 unseres großen Werkzeugkoffer. Reviews, Packouts, Unboxing. Tests, ne, nicht ganz Tests, nur so ein bisschen. Ne? Und damit willkommen zu den Bauforum 24 Werkzeugnews. Wie immer gut gelaunt an meiner Seite, die Koryphäe in der Werkzeugwelt, hier am Schmiernippel der Erdachse. Haben wir das schön gesagt? Der ist gut, ja. Dann lass uns mal loslegen. Ihr habt ja Teil 1 bereits gesehen. Da hatten wir eigentlich den Sieger der Herzen. Ein bisschen war der Proxon. Ja. In der L-Box. Ja. Und damit sind wir beim Thema Proxon durch. Wir haben aber heute auch wieder einen Makita und ein Ghidorah. Da wurden wir schon ausgeschimpft, dass wir den noch nicht gezeigt haben. Genau, da waren die alle heiß drauf. Treue Zuschauer haben natürlich auch den letzten Livestream verfolgt. Da hatte ich ja den Andi von Andis Werkstatt zu Gast. Da haben wir auch nochmal ein paar Kästen hier ausdiskutiert. Wer es noch nicht gesehen hat, wir blenden es ein. Inklusive Andis legendärem Auftritt. Mehr kann, sagen wir nicht. Kann man so sagen. Ne? Kann man so sagen. Mit welchem fangen wir an? Makita, ne? Makita sieht gut aus, ja. Makita Werkzeugkoffer. Wir hatten euch in der letzten Folge schon einen von Makita gezeigt und wir waren nicht besonders amused. Nee. Wäre das was für dich? Nee, das wäre nichts für mich. Und mittlerweile sind wir ja fast schon voreingenommen, weil wir eigentlich regelmäßig enttäuscht werden, wenn Makita statt Elektrowerkzeuge hier so normales Handwerkzeug auf den Tisch bringt. Aber die Präsentation davon im Baumarkt ist ja grandios. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Der ist dann offen und dann sind da Plexiglasplatten drin. Also man kann das Werkzeug angucken und nicht anfassen. Wie gesagt, ich habe ja mit Andi schon drüber gesprochen. Es ist noch recht frisch, weil der Livestream ist ja noch nicht so lange her. Und wir haben uns auch nicht so begeistert gezeigt. Andi sagte erst, der Koffer wäre toll. Dann haben wir aber auch wieder mal so auf die Details geguckt. Hier schief, gar nicht richtig fest. Ja, dann. Matratze drin. Matratze drin, genau. Kein gutes Zeichen in der Regel. Weil, kenne ich so vom KS-Tools, den ersten, den ich hatte, den Knarrenkasten, da war das auch drin. Da dachte ich, okay, Transportsicherung. Ja. Aber wenn du es rausgenommen hast, dann sind die Nüsse irgendwie auch dir entgegengekommen. Das ist hier auch... Ja, so richtig fest ist nicht, ne? Nee. Also wenn du hier ein bisschen schüttelst und rüttelst, dann garantiert fällt dir die Hälfte entgegen. Ja, also auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, ein bisschen viel Bits, ne? Also das ist... ich meine... Jeder hat ja irgendwie so einen Torx oder was zu Hause, ne? Und dann diese Anzahl, dann dreimal oder viermal PH3, PH2, fünfmal oder was. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich fünfmal ist, aber wahrscheinlich schon. Guck mal, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und das brauchst du nicht. Ja, wir haben auch hier Torx. Torx 20, aber wie viele Torx auch? Torx 20 haben wir hier 4 Stück. Ja. Dann haben wir hier 3 25er. Ja. Aber in dann dieser geht's Schiene geht es ja nochmal weiter, da haben wir dann nochmal einzeln. Sowas finde ich immer ganz gut. Weiß nicht, wenn du mal eine Kaffeemaschine auseinander nimmst, da hast du ja mal so Spezialschrauben, das ist ganz cool, sowas kann man mit reintun. Ja. Aber in dieser Masse, und dann hast du ja hier noch eine Bitbox, wo das alles ja nochmal drin ist. Ja. Also es nimmt einfach sehr viel Platz weg, ist vielleicht so ein Bitkoffer eher als ein Werkzeugkoffer. Dann haben wir hier diese lustigen Schraubenhalter, das hatte ich auch in der Live-Sendung schon gezeigt, dass das eigentlich für mich gar keinen Sinn macht, weil du sollst quasi so eine Führung hier haben beim Reinschrauben, aber welche Schraube passt hier komplett durch? Ja, muss vorher den Kopf abfallen oder was. Ja, aber sonst kriegst du da nicht rein. Ne? Oder wir haben es nicht verstanden, wie man es bedient, aber der Bithalter ist auch hier Standard. Ja, dann hat was man eventuell nochmal ein Vorteil sein kann, dass du einen Torx 50 hast, aber wie oft brauchst du ja, den? Ja, wenn du mal im Auto irgendwie das Fangband wechselst oder sowas, sonst brauchst du den auch nicht, ne? Dann ist dir auch aufgefallen bereits, dass hier auch unterschiedliche Koloristen am Werk waren. Ja, es ist. Denn der Bithalter, der Bithalter hat dann wieder ein anderes Petrol als der. Ja, das ist schon fast grün, ne? Ja. Und als die Knarren und als der Koffer. Ja, und das hier, der auch wieder, ne? Obwohl der geht schon eher, ne, auch nicht ganz. Auch nicht ganz. Nee. Also unterschiedliche Zulieferer. Das mag ich auch nicht hier, weil das ist... Ja. Also die Ratschen machen einen okay Eindruck, wobei die hier ein bisschen gratig sind. Tja, das ist Fernostware, wobei Fernost ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Da gibt es ja gute Sachen auch, ne? Die Schlüssel sind hier, dieses Klappern, ne? Das ist das kriegst du auch nicht weg. Ja. Der hat immer so ein bisschen Unwucht. Ja. Die Schlüssel sind hier so irgendwie ganz interessant, weil die sind so leicht satiniert irgendwie. Ja, die sehen gar nicht mal schlecht, obwohl der rostet auch schon so ein bisschen, ne? Wo? Obwohl wir den noch nicht groß draußen hatten.
Das ist kein Rost. Ist das kein Rost? Nein, das ist irgendwie Kleber oder Schmier Farbe oder sowas. Grundzusammensetzung, das ist im Prinzip ein Ratschenkasten. Relativ ausführlich. Du hast ja auch diese, gerade im Kfz-Bereich, für diese Vielzahnköpfe. Das ist noch ganz praktisch, weil du eventuell das ja mal beim Auto brauchen kannst. Aber wiederum, ja, ist es jetzt ein Haushaltskoffer, ist es ein Autokoffer? Das ist von allem so ein bisschen, ne? Aber fehlt dann zum Beispiel ein Hammer oder sowas für einen Haushaltskoffer, ne? Nee, Haushaltskoffer ist es ja nicht. Nee, ist es ja nicht. Was ist hier Haushalt? Ist ja nicht mal eine Zange drin. Das stimmt eigentlich. Also es ist eher so ein Kfz-Bereich-Ding vielleicht. Ich finde es nicht geil und der kostet 120 Euro. Ja. Da würde ich dann fast eher so einen reinen Ratschenkasten sehen. Mhm. Um die 100 Euro aus dem KS-Tools oder Gedore-Red-Bereich. Dann noch ein paar ordentliche Bits dabei und einen Satz Ringschlüssel. Ja, selbst wenn du dann 50 Euro mehr bezahlst, hast du aber was davon. Ne? Weil hier brauchst du ja, das meiste brauchst du nicht. Also von unserer Seite aus, ja. Aber es ist gut, wenn du den Namen nicht weißt. Die stehen ja überall dabei. Ne? Was steht denn da? Das ist zum Beispiel die Ratchet-Handle. Ach so, der Ratchet-Handle. Ja. Was auch komisch ist, weil Ratschen-Handgriff. Ja, entweder wäre es Ratchet, aber den Handgriff. Ja, ja. Hier ist auch Spinner-Handle. Ja, ja. Adapter, Coupler. Ja, das ist ja der für diese großen Bits halt, ne, wenn du die auf eine Ratsche stecken willst. Spark-Plug-Socket, okay, das ist Kfz. Ja. Ist auch ein Gummi drin. Ja, bei dem hier auch, hatte ich schon geguckt. Ja. Ihr habt ja beim letzten Test auch geschrieben, ja, das ist ja im Prinzip mehr so ein Unboxing, unsere Bewertung, unsere Einschätzung, auch aus unseren Erfahrungen, was ist jetzt hier kein Belastungstest. Da werden wir uns auch noch mal ein bisschen Mühe geben, aber da machen wir mal ein einzelnes Video von. So, und jetzt gleich so, plopp, nee, doch nicht. So, Makita weg. Gebrüder Mannesmann, klingt deutsch, ist auch ein deutscher Vertrieb, aber die Werkzeuge sind eher so aus dem Low-Budget-Bereich. Was haben wir hier? Einmal einen Werkzeugkoffer für unter 50 Euro, glaube ich. Ne? Ja, so um 45, 48 schwankt. Ne? Ja. So, und da dachte ich, okay, von der Zusammensetzung, was man so auf den Fotos gesehen hat, gar nicht mal so verkehrt für den Kurs. Immerhin 10 Jahre Garantie. Was mich da interessiert, hatte ich schon mal irgendjemand in Anspruch genommen, wenn da irgendwas kaputt geht, der so einen Kasten hat, 8 Jahre alt oder so? Das würde mich echt mal interessieren. Wir machen einfach mal einen Test, einen Belastungstest und schicken die Knarre zurück. Ja, könnten wir mal machen. Ja. Aber vielleicht könnt ihr ja auch mal erfahren. Vielleicht hat ja jemand so eine Garantie mal in Anspruch genommen. Also, wir haben hier einen Kunststoffkoffer. Ja. Ist halt ein Kunststoffkoffer, ne? Die vernünftige Scharniere hast du aber auch, ne? Ja, es ist Metall. Hat mich jetzt gar nicht so abgeschreckt. Nee. Ist okay, ne? Ja. Es ist im Prinzip leider das gleiche wie bei Makita, aber hier erwarte ich natürlich auch nicht so viel vielleicht. Dann haben wir wirklich so das Haushaltskoffer-Ding. Wir haben einen kleinen Ratschensatz, Viertelzoll-Ratsche, Nüsse bis 13 von 4, also alles, was man so braucht. Und wir haben auch 10, 11, 12 durchgehend, Zwischengröße 5, 5. Dann haben wir hier nicht innen 6-Kant. Das habe ich auch nicht verstanden. Sondern Torx. Ja. Auch komisch. Ja, da, wenn man da noch in selbst kann, dann wäre er schon für den Haushalt richtig gut zu gebrauchen. Weil, ne? Weil die brauchst du eigentlich so jetzt im Haushalt nicht so oft. Ne? Nee. So einen Schrank aufbauen, da hast du in selbst kann. Ja. Gut, bei Ikea hast du ja auch meistens noch. Da hast du ja hier auch 2-3 Stück dabei. Ne? Aber gut, dann hast du hier verschiedene Bits. Und das ist auch vielleicht ein bisschen sinniger, weil ich jetzt hier nicht von jedem alles habe oder mehrfach. Aber zum Beispiel diese Sicherheitsbits, diese Spezialbits sind ja auch schon drin. Ja. Also. Die Bits sind erfahrungsgemäß jetzt auch nicht Bombe, aber ja, du hast zumindest mal was. Ich glaube, darum geht es ja hier auch. Mhm. Dann Thema Zange. Läuft relativ leicht noch. Also auch aus den billigeren Zangen schon was Besseres. Und wenn ich hier gegen das Licht gucke, wir haben die Schneide ist okay. Hast du mal ein Blatt? Ja. Wir haben noch so ein bisschen Luft, haben wir noch einmal im Testblatt hier. Genau, das offizielle Testblatt. Ja, hat geschnitten, ne? Ja. Ja. Tatsächlich. Es hat nicht knack gemacht. Das wäre noch schöner, aber hier vorne müsst ihr nochmal wissen, die Schneiden hier, oder dieses hier vorne, das ist sogar. Das ist dicht, ne? Ne, das ist ganz leicht schräg, aber das ist relativ dicht beieinander. Das kann nicht schließen, weil wenn das hier schließen würde und der Anschlag wäre, dann könnte hier die Schneide nicht mehr arbeiten. Aber ist
macht einen relativ guten Eindruck. Also er übertrifft gerade meine Erwartungen. Ja, ja, auf jeden Fall. Griff ist ordentlich. Hier ist die Schneide auch okay. Das heißt, Spitzzange kannst du auch gut gebrauchen. Wundert mich auch, dass jetzt hier eine Spitzzange dran ist und eine Wasserpumpenzange. Oh, das ist auch eine ziemlich grobe, ne? Ja, 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 die haben sie also... Ja, kriegst aber trotzdem mal einen Siphon mit abgeschraubt, ne? Mhm. Steht doch die Adresse drauf, von Remscheid, Germany. Denken ja viele Leute auch, oh, kommt aus Remscheid, ne? Aber wie gesagt, ist nur der Vertrieb, dieses Werkzeug kommt garantiert nicht aus Remscheid, sondern irgendwo aus Fernost. Du hast so ein bisschen von den Kniepex-Zangen auch so einen Sattelgriff, ne? Mhm. So ein bisschen angedeutet. Die Flächen sind hier gummiert. So, dann die Ratsche, relativ dick. Ist die, ja, der Griff ist rechtend. Ja, irgendwie finde ich es gerade ein bisschen unsexy, weil es eigentlich eine kleine Ratsche sein soll. Ja. Durch den Griff ist sie relativ wuchtig, aber okay, du hast dann wieder auch einen guten Griff und es ist die bekannte BMRS. Ja, wir kennen sie nicht. Na? Ja, was die wird das wohl heißen? Baumarktratsche? Ja, ist halt eine Ratsche, ne? Ja. So, irgendwas... Ja, aber du kriegst da schon mal was mit festgezogen, ne? Du hast hier eine Verlängerung. So, es gibt jetzt hier keinen Ausdrücker oder so zum Halten oder zum Verriegeln. Das ist natürlich, ja... Ja. Das ist halt der Haushaltskoffer für den anspruchlosen Herrn, ne? Vielleicht. Ja, wir müssen ja die Kirche im Dorf lassen. Ja, ja, ne? Für den Preis ist es okay, so, würde ich dann sagen, ne? Auch interessant, so Feinmechaniker-Schraubendreher. Die hatten wir in den anderen... In so, den Mega mit 1300 Teilen schon. Ja, da gab es die auch, ja. Du hast hier so eine Stütze, die ist drehbar. Dann hast du hier die Griffe mit einer leichten Gummierung. Nicht verkehrt. Dann so einen kleinen Vergaserschraubendreher vom Griffdesign. Erinnern die mich so ein bisschen an der hier an Proxon. Das der ist auch BMRS. Ja, die guten. Das heißt, Brüder Mannesmann, Remscheid. Alter Vater, ey. Weiß Bescheid. Ja. Die Schraubendreher, jetzt vom Griff, also nicht schlecht. Nee, die sind gut. Die sind auch nicht gratis und so, ne? Nee. Ja, die sind gut. So, die Nüsse haben wir, dann haben wir ein Maßband. Okay, kann man auch gut gebrauchen. Hat auch eine Innenmaßfunktion. Wobei steht hier, da steht keine Genauigkeitsklasse und so weiter drauf. Bandmaßtest verlinken wir nochmal gerade, da wisst ihr dann wirklich alles über Bandmaße. Das ist hier im Prinzip, ja, dann Kategorie Spielzeug, weil eigentlich müsste da Hersteller drauf sein. Genauigkeitsklasse, wenn das ernsthaft wäre, ist es jetzt hier nicht. Der Hammer hat einen Holzgriff, hat aber hier, das sieht aus, als wenn das hier auf den Holzgriff nochmal mit so einer Metall... aufgeklemmt oder aufgepresst ist oder zugepresst. Mhm. Und hier ist noch ein Splint drin. So ein Splint drin. Ja. Bisschen ungewöhnlich. Ja. Ja, das ist ja 200 Gramm. Das müsste da draufstehen, ne? Ja. Ja, 200, ja. 200 Gramm ist so eine DIN-Norm drauf. Ja, Druck ist schief, klar. Das ist bekannt bei diesen Dingern meistens. Dann ist hier eine kleine Wasserwaage und das könnte hier. Magnet? Jo. Ja, mit einem Magnet. Und dann 45 Grad und vertikal, horizontal. Und hier noch so ein Profil, dass du die auf Kanten draufsetzen kannst. Ja, also... Wir hatten schon schlechtere Wasserwagen, ne? Also es ist in der Preisklasse ja. Somit die beste, muss man ja. Sagen, ne? So, und da würde ich sagen... Meins wäre es jetzt nicht, aber wenn du sagst, okay, unter 50 Euro... Der kostet 48. Du willst mal ein Basic-Set haben. Ja, ist okay. Was weiß ich, für einen Umzug oder so. Das ist okay. Weil man muss auch eingestehen, für 50 Euro so ein Sortiment bekommt ihr sonst nicht. Nee. Ist nicht, im Prinzip nicht möglich. Und das hat mich jetzt nicht brutal abgeschreckt. Was hast du? Ich habe das hier noch dabei. Ja. Dann holst du da nochmal 20 Euro drauf. Oder so 24 oder was. Ja. Ich glaube noch nicht mal ganz. Und dann hast du hier 10 Jahre Garantie. Und dann hast du nochmal eine Knarre. Okay, die Knarre. Und noch ein Bithalter. Der fehlt. Ah, nee, da ist ein anderer Bithalter dran. Stimmt, ja. Ja, wir haben noch ein paar andere Bits, ja. Mhm. Die Ratsche.
kennt man vom Prinzip auch. Ja, die ist ein bisschen schmaler, ne? Hat hier eine Umschaltung und hat hier eine Verriegelung, Entriegelung. Klingt ein bisschen grob. Ja. Von den Nüssen her sind wir hier ähnlich unterwegs. Wir haben, was noch ganz praktisch ist, du hast hier den Gleitgriff oder wie heißt das, den Gleit-T-Griff oder sowas, ne? Ja, so ein T-Griff. Ja. Dann mehr Bits, ja. Da hier hast du dann jetzt auch die Insektskanne. Ich weiß nicht viel, aber... Ja. Und hier, sowas finde ich immer so mal total super. Wieso? Wenn du irgendwann mal mit der Hand einen Haken in die Wand geschraubt hast oder in so eine Holzdecke, dann weißt du, dass das viel wert ist. Ja, das ist ein smartes Werkzeug. Ne? Ja, ja. Ja. Ist mir so quasi in den Einkaufswagen geflogen. Wobei, da würde ich dann bei Proxon vielleicht nochmal gucken. Ja. Da kriegst du für ein bisschen mehr auch in dem Bereich was. Ich mache das mal, ich verlinke nochmal eine Proxon-Alternative. So im Budget-Bereich, die mir dann lieber wäre. Weil sowas turnt mich eigentlich immer ab. Ne? Das ist hier wieder, siehst du jetzt auch, guck mal, das passt nicht. Ja. Und ja, also ich habe es jetzt gekauft, um mal meine Neugierde zu befriedigen. Ne? Ja, es schreiben ja auch immer wieder Leute, sie haben seit 20 Jahren einen Mannesmann-Kasten, da ist nichts dran. Ja. Ja, ja, muss man ja mal gucken, ne? Hier, oder nicht benutzt. Ja, oder das? Aber 10 Jahre Garantie. Nur hier hast du wieder das Thema, wer kennt es nicht, dass dann irgendwann hier das Ding das abreißt. Das reißt ab, ja. Von daher, das Ding finde ich für den Preis, wenn es passt, okay. Ja. Und auch hier könntest du dann ja eben noch hingehen und sagen, okay, du machst dir noch mal ein paar Insektskannenschlüssel oder sowas. Ja, den anderen raus da, ne? Ja. Ja. Oder auch einen Rollgabelschlüssel, ne? Ja. Aber dann sind wir wieder beim Thema, was wir auch noch mal demnächst zeigen werden, dass wir leere Werkzeugkästen einfach mal konfektionieren, so im Bereich 100 Euro bis 200 Euro. Ja. Da hatten wir euch ja neulich auch schon gefragt, was ihr in euren Werkzeugkasten quasi konfektionieren würdet. Da gab es auch ordentliche Kommentare. Ja, gab es viel Kommentare. Apropos Kommentare und apropos Werkzeug. Wenn ihr noch Top-3-Werkzeuge habt, eure Top-3-Werkzeuge, schickt uns Videos, weil wir wollen die nächste Folge machen. Uns fehlt aber noch ein bisschen Material. Also, ne, kurzes Video, eure Top-3-Werkzeuge. Kleiner Hinweis. Querformat. Und 3. Vielleicht 4, aber dann hört es auf. Genau, keine Stundenvideos. Ja. Dafür sind wir verantwortlich. Gib mir mal den, nehme ich den mal weg. So, ich greife einfach mal hinter. Ja, kann man noch was nehmen. Ich habe hier diesen Koffer, den Work Pro. Klassischer. Boah, der blendet in den Augen, ne? Ja, da bin ich so ein bisschen. Sehe aus wie Profikoffer, bin aber Plastik. Hm. Ja, nichts Dolles. Das finde ich immer geil. Und das auch hier einfach so. Einfach mal drauf. Einfach mal drauf. Drauf liegen, damit die den Plastikleister hält, ja. So, was kostet das Schätzchen? Ja, 110 Euro. Derzeit, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Die waren günstiger. Ja? Die sind alle teurer geworden, ja. So, wir machen es auf und. Oh, was? Man muss es hier jetzt quasi in diese. Ach so. Verriegelung reindrücken und dabei verwindet sich schon natürlich der ganze Koffer hier. Das ist, ja, man kennt es, ne? Naja. Das ist im Prinzip dünnes Material. Dann haben wir hier eine Einlage, die man hier arretieren kann oder fixieren kann. Die war jetzt nicht fixiert und das ist jetzt Real-Life-Test. Wir haben das Ding schon mal aufgehabt, wir haben es dann aber wieder ein bisschen rumgetragen und alles liegt hier quer, ne? Ja, wir haben auch hier ein Maßband. Wir haben immerhin eine geschäumte Einlage, die hier so ausgefräst oder ausgeschnitten ist. Oh, die ist ganz ordentlich, ja. Ja, wobei, wie kriegst du jetzt die Nüsse da raus? Oh! Da kannst du jetzt... das geht, aber warte mal, so eine kleine? Ja, du musst im Prinzip hier... Nee, die kleine kriegst du nicht raus. Doch, du musst zwischendrin... Ja, mach mal so eine kleine. So, guck mal, du kannst ja hier reindrücken. Mhm, aber... Und dann außenrum und dann kriegst du die. Dann haben wir eine 3/8 Zoll Ratsche. Ansonsten haben wir auch ratschentechnisch nichts weiteres. Wir haben aber immerhin auch eine Zündkerzennuss. Mhm. 21 mm, aber nur eine, also keine 19 dann da noch. Dann eine Verlängerung, also schon so ein Ratschensortiment. Aber wenn ich mir jetzt das mal angucke, Platz, da hätte was Ökonomie, ne? Da ist ja, das ist viel verschenkt. Ne? Ja. Positiv würde ich mal sagen, hier so ein Bitset mit einem Gürtelclip. Na, da ist für jeden was dabei. Maßband 5 Meter. So, auch hier. Mit Zoll? Keine Genauigkeitsklasse, ja. Zoll und metrisch. Dann. Sicherheitsschlüssel, ne? Ein Sicherheitsschlüssel. Hier Referenzschlüssel für die deutschen Lockpicking-Meisterschaften in Wolfsburg. Aber das Gute ist, dass sie sich ja abgesprochen haben, ne? Die Hersteller. Also du brauchst ja an dem Schlüsselbund nur einen so einen tollen Schlüssel, kriegst du alle Werkzeugkoffer mit auch.
Ich habe gehört, du kannst ja auch damit die neue S-Klasse, die jetzt kommt, ach so, hat auch diese Schlüssel. Ja, das ist die Zukunft. So, dann haben wir hier Schlüssel, Maulschlüssel, und die rutschen auch gerne mal durch. Offensichtlich sind auch keine Maulringschlüssel, und wenn man die mal so rausnimmt, ist das schon relativ grob schlechtig, ne? Ja, ein bisschen kurz finde ich die. Ja. Drop-Forged Steel heißt einfach nur gesenkt geschmiedet. Mhm. Ich meine, das sind sie eigentlich alle. Aber jetzt steht hier nichts drauf, Chrom-Vanadium oder irgendwie eine Legierung. Ja, sowas müssen wir mal in den... Wir werden sowas mal bruchtesten in diesem Jahr. Da haben wir nochmal was vor. Ja, also sexy ist das nicht, ne? Sowas braucht man immer mal. So eine Säge ist gar nicht mal so schlecht. Mhm. Habe ich letztens noch gebraucht. Aber guck mal jetzt zum Beispiel hier diese die Sägeblätter da einfach so zwischengedönst. Ja. Da, weißt du, da hättest du ja auch irgendwo so ein... Ein Gummi vielleicht, ein einfacher Gummi. Ja, und dann hättest du die hier noch. Oder da rein, ja. Ja. Das ist immerhin eine Legende hier, wo dann auch die Schlüssel hier aufgedroppt sind oder aufgedruckt. Mhm. Aber dann zum Beispiel bei der Säge, dass es 150 mm ist. Das ist natürlich eine wichtige Information, die sollte hier draufstehen. So, dann sind wir hier relativ zahlreich bestückt, schraubendrehermäßig. Von den Griffen, was meinst du? Schön weich, die sind weich, ne? Die fühlen sich ein bisschen leicht an. Also der ganze Schraubendreher ist ganz schön leicht, finde ich. Ne? Aber sonst von den Griffen her vielleicht gar nicht mal so schlecht. Cuttermesser. Zweimal sogar, ne? Einmal mit Abbrechklinge, einmal so. Ja, Cuttermesser macht Sinn, aber dieses ist schon sehr billig, ne? Ja. Ist da noch eine Klinge drin? Da ist lustigerweise keine Klinge drin. wahrscheinlich ist die im Griff. Also, dass man den auch... Ja, ja, da wird irgendwas im Griff sein. Aber das ist schon übel. Guck mal, du kannst den auch da hinten schieben und da hinten biegen. Wenn der Abzug hakt, ist aber auch scheiße. Ja. Oh, der tut richtig weh, dieser Knopf, ne? Ja, ja. Oh, ne, den will ich nicht. Aber du weißt, wie rum das reinkommt. Wir haben sogar den Knopf mit aufgedruckt. Jo. Ja gut, wenn schon, denn schon. Naja, ne? Da musst du schon zeigen, was geht. Okay, so, dann haben wir tatsächlich hier innen Sechskant. Ja, ein bisschen kurz. Ja. Ja, auch da, ne? Hätten sie ein bisschen länger machen können. Ja, ist ja Platz. Es ist ja nicht so, dass kein Platz ist. Also, mich turnt das ein bisschen ab hier, dieses ganze Geplänkel hier mit dem Klett und so. Ja. Dann Phasenprüfer. Ja, da gab es letztens noch die Diskussion unter dem Video von wegen, ja, das ist gar nicht mehr erlaubt. Ja, Lügenbaron, ne? Und wie die alle heißen, ne? Ja, ich habe nochmal nachgelesen, also es ist aus meiner Info nach ist halt nicht verboten, so im Elektrikerhandwerk. Du musst halt nur gucken, dass du natürlich mit so einem Duspol natürlich wirklich genauer messen kannst und andere Sachen messen kannst. Und selbst wenn es nur fürs Renovieren mal eben eine Steckdose abschraubst und gucken, ob da noch Saft drauf ist. Es ist wohl so, dass er teilweise so induzierte Ströme teilweise anzeigt. Also er könnte dir anzeigen, dass irgendwo Strom drauf ist, obwohl kein Strom drauf ist. Aber eigentlich kann es nicht passieren wohl, dass er nichts anzeigt, obwohl Strom drauf ist. Ja, besser so, dass er ein bisschen mehr anzeigt als zu wenig, ne? Ja. Gut, aber du kannst natürlich nicht messen. Nee. Du hast nur einen Indikator. So, und jetzt ist es hier interessant. Ich habe eine Feile, auch die ist hier so halb draußen. Ja. Ja, kannst ja fester schnallen, ne? Aber naja. Ja, nee, aber ich denke mir gerade, so eine Feile in der Größe braucht man die. Dann hier so ein bisschen wieder bei unseren Zauberkästen mit 1000 Teilen. Hier so eine Elektrikerzange oder so eine Krimpzange zum Abisolieren. Naja, bevor du gar nichts hast, dann die Zangen. Ganz interessant. So, jetzt kommt mir das ja nicht. Jetzt kann man nicht festschneiden da oben. Oder? Nee. So, Zange hat hier noch so ein Grip-Profil, um da noch was zu greifen. Die Klinge ist okay. Gib mal dein Blatt Papier. Aber dieser Schneidbereich ist sehr groß. Jo. Jo. Schneiden tut die schon mal. Passt. Warte, bleib mal hinter. Ja, Seitenschneider haben wir auch. Ja, ist aber auch. Ja, es verbiegt sich ein bisschen, ne? Ja, schneidet mehr. Ja, aber das erste Drittel schneidet. Aber ne? Guck mal, der ist auch nicht
Weil der ist krumm, ne? So der geht so krumm drüber und dann passiert das, was ich neulich im Haushaltscheck mit Yvonne Willix gezeigt habe. Dass man nämlich, wenn man jetzt so feinadrige Litzen oder sowas hat, dann verschieben die sich. Das kneift dann nur so, ne? Das kneift dann wie so eine, wenn du jetzt eine olle Schere hast, wo die Nietung, wo die Vernietung raus ist, die dann so übergreifen, kriegst du auch nichts mitgebacken. Ja, aber die Zangen, guck mal, also ist jetzt kein Klump. Nee. Also, okay. Man ist halt anders gewohnt, das ist immer das Problem. Ne? Kann ja auch ein Zufall sein, ne? Aber ich habe da gerade mal was geholt. Guck dir mal die Farben an. Sehr geil, oder? Das ist echt krass. Ja. Kann man so machen. Ist nicht nett, aber auch das hier, ne? Ich meine, das ist hier auch so wie bei Knipex, auch so hart, ne? Das ist krass. Ja, ist schon interessant. Aber haben die sich bestimmt nichts mehr gedacht, das ist einfach, weil gerade blau da war. Ja, aber es ist ja komplett so. Ja, ne? Es ist so. Ja. Aber Alter, das ist ja wirklich schon sehr nah dran. Ja, es ist richtig nah dran auf der Farbe. Ja. Okay, also für einen Pro ist dann Work Pro. Ja, für 110 Euro weiß ich nicht, ob das jetzt so mein Favorit wäre. Nee, ja, es ist auch wieder. Ja, der Koffer wird mich abtören. Ja. Wie gesagt, also auch die Zangen, ja. Man kann ja, aber ist ja nicht so, dass man damit nichts anfangen kann. Ne? Nee. Nichts hast, aber es gibt von Knipex gibt zum Beispiel so ein Basic Starter Set mit Zangen. Ich glaube, Wapu, Kombi und Seitenschneider oder Spitzzange. Habe ich mir sogar mal gekauft. Irgendwann mal. Kostet irgendwie um die 40 Euro, glaube ich. So. Und reicht dann hast Anfang du zumindest schon mal einen guten Start. Ja. Weil das ist ja immer das, du hast hier dann irgendwie Sachen, die willst du dann irgendwann nicht mehr haben. Ja. Und hier auch Koffer. Ja. So. Einer unter vielen. Ja. So, kein absoluter Schrott, aber auch nicht so hot, ne? Nee. So, komm, ich mach auch mal einen jetzt hier. So, den hatten wir auch live, ne? Den hatten wir live, Den Vogelstrauß-Kasten in einer, nicht in einer L-Box, sondern in einer, wie heißen die, Metabox? Metabox oder Straußbox heißt die jetzt, glaube ich, ne? Bei Strauß heißt die Straußbox. Ja. Ich meine, ja. So, was wir sehen, hier ist schon mal zumindest nichts rausgefallen. Aber hatten wir auch live schon gesagt, die Zusammensetzung fanden wir. Und das ist ja, merkwürdig. Wenn du bei Strauß guckst, das ist der Allround-Koffer. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich im Allround-Koffer so eine Monierzange brauche. Nee. Da würde ich lieber irgendeine andere Zange oder was. Ja, aber eine Monierzange, also, ich meine, selbst wenn du mal an einem Gartenzaun, da kriegst du auch mit einer Kombizange eben den Draht angedreht. Ne? Ja, ja. Das brauchst du nicht, wenn du jetzt nicht für so Eisenwieger bist. Ja, oder ist der Eisenflechterkoffer. Eisenflechterkoffer, ja. Genau, und da haben wir hier eine Wasserpumpenzange, wir haben eine Kombizange. Ja. Wir vermuten, das ist von Matador, weil der Knarrenkasten ist auch von Matador im Strauß-Design. Das ist soweit okay. Du hast auch hier noch so ein Dings, wo du hier so eine Kordel oder sowas, das irgendwie mit einer Fallsicherung oder sowas noch versehen kannst, aber statt diese Monierzange, warum dann nicht eine Spitzzange? Ja. Also die brauchst du definitiv. Brauchst du mehr als eine Monierzange, ja. Und dann in Sechskant, auch relativ kurz. Wir müssen nochmal eben den Preis auch dazu sagen, dass wir so ein bisschen das einordnen können. Ja, das hat mich einfach vom Hocker gehauen. Also das kostet 240 Euro, ne? Brutto. Und das finde ich echt, weiß nicht, das wäre es mir jetzt nicht wert. Ich meine, das ist ordentlich verarbeitet, das ist auch alles schön gemacht. Aber für 240 Euro ist mir das ein bisschen wenig. Ja. Das sind jetzt auch keine besonderen Schlüssel oder sowas, ne? Nee, die Gabelschlüssel, ob das auch Matador ist. Enjoy Work ist das. Das ist Enjoy Work. Ja. Engelbert Strauß. Ja. Finde ich jetzt auch ein bisschen schade, so nach dem Motto, okay, Engelbert Strauß, Marke gelabelt, ne? Ja. So, und dann, anstatt jetzt hier, was weiß ich, zumindest die Legierung, Chrom, Vanadium oder was weiß ich, irgendwas, lieber, Enjoy Work. Lieber ein Werbespruch drauf. Ne? Noch ein Gute-Laune-Spruch, weißt du? So ein Wandtattoo für einen Schraubenschlüssel. Mhm. Bandmaß? Da würde ich ja jetzt mal ein bisschen Qualität erwarten. Und siehe da, wir haben eins von BMI. Ja. Hier haben wir jetzt auch, Hersteller ist drauf, Genauigkeitsklasse 2. Also diese Sachen, die zumindest schon mal so ein bisschen ein Indikator sind, dass mein Telefon klingelt. Warum habe ich das eigentlich nicht ausgemacht? Kleine Mini-Wasserwaage. Ist auch von BMI? Gibt's ist BMI? Ich weiß gar nicht, ob es von BMI überhaupt Wasserwaagen gibt. Weißt du, was BMI heißt? Nein. Bayerische Maßindustrie. Ah, wusste ich jetzt. Habe ich gegoogelt, weil ich dachte, was heißt denn wohl BMI? BMI. BMI. Dann ein Hammer. Auch ordentliche Qualität. Ich meine, dass wir jetzt hier keinen Schrott bekommen, das sollte können, wirklich, das kann da sich auch nicht leisten. Für, ne? Na? Schraubendreher. Ja, aber hier ein bisschen gratig. Das enttäuscht mich gerade ein bisschen.
Auch oben hier in der Handinnenfläche. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Auch hier, da haben wir schon was Besseres gesehen. Du hast hier noch einen Sechskant, wo du nochmal anfassen, angreifen kannst. Und der kann halt nicht wegrollen, weil er hier auch diese... So, was mich dann so ein bisschen aber enttäuscht, kleines Viertelzoll Ratschenkit oder sowas. Ja, im Euron-Koffer vor allen Dingen, ne? Ja. Ich meine, es gibt da ja unendlich Koffer von Engelbert Strauß. Es gibt ja auch einen Elektrikerkoffer und einen Holzwerkkoffer und wie die alle heißen. Ne? Oder guck doch mal, wir haben ja diese Empfehlung auch für diese Mini-Ratschen-Sets irgendwie. Da kriegst du schon für 20, 30 Euro, ja. Aber vielleicht ist das dann wieder nicht die Qualität, die hier sonst ist. Ja. Aber da hättest du wirklich einen Mehrwert hier, ne? Ja. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt hier am Motorrad schrauben würde, ja. Nee. Da hört's auf. Da, ja. Also ich will ja nicht nur hier mit sowas da. Also ja, das stimmt, ja. Oder wenn es jetzt Kombi-Maul-Ringschlüssel wäre, manchmal auch vielleicht besser. Also, ja, es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Du kriegst das ja alles, ne? Was noch gut ist, du hast hier noch einen großen mit der Schlagkappe, wo du auch mal so ein bisschen was stemmen kannst. Hier hast du noch Elektriker, VDE. Ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, Phasenprüfer. Ja, dann so ein Zimmermanns-Bleistift. Hätte da nicht auch irgendwie was... Vor allem, da steht noch nicht mal was drauf. So ein Tieflochmarker oder sowas. Ja. Ja, für den Preis holt er mich jetzt so nicht ab. Nee. Also, Erwartung war bei mir relativ hoch. Mhm. Und dann auch die Einlage, ne? Guck mal. Warum haben sie die denn nicht passig dann auch irgendwie gemacht? War aus. Nee. Man hätte die komplett anpassen können. Man hätte die komplett anpassen können. Ja. Nee, also jetzt für den Preis jetzt, soll ich sagen, nicht. Nee. Wie gesagt, wie immer, eure Kommentare zu den Werkzeugkoffern direkt mal in die Tasten hauen, wie ihr das so seht. Aber da finde ich keine Empfehlung von uns. Nee, nee. Also kein Schrott, aber ich seh das Konzept nicht. Ich nee, nee. Weil überlege ich mal, 250 Euro. Das ist viel Geld. Zeigen wir euch auch nochmal, wie wir es dann machen würden. Ja, ja, und so. Ich meine, wo wir jetzt gerade bei 240 Euro sind, ja? Da könnte ich auch mal 250 Euro rausholen, wie es auch sein kann. Erzähl. Ja, komm, pass auf. Hier. Machen wir den mal hier. Ah ja, den hatten wir auch. Den hatten wir auch, ne? Oder den hatten wir auch in der Live-Sendung. Aber das ist jetzt eben ein Zehner mehr, ne? Ja, wobei ich bin trotzdem irgendwie... Ja, diese Koffer sind halt nicht so neu. Der Koffer ist schon mal eigentlich ein Upturner von außen. Wobei im Gegensatz zu Makita ist denen hier nicht die Farbe ausgegangen. Nee, das stimmt. Wir haben so ein paar Bekannte hier von den Nüssen. Da nochmal der Hinweis auf unser Vergleich Vera-Ratschenkasten gegen einen Würth-Ratschenkasten. Und da war der Würth überraschenderweise wirklich der Preis-Leistungssieger mit relativ deutlichem Vorsprung, wo wir gesagt haben, okay, da hätte Vera auch so ein paar Sachen besser machen können. Das Video verlinken wir euch auch gerade nochmal oben. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Nüsse. Wir haben hier allerdings auch im Prinzip so eine kleine Version von dem Ratschenkasten, weil wir haben eine Viertelzoll-Ratsche und wir haben... Halbzoll und Würth Zebra Serie. Da habt ihr uns auch Feedback gegeben in dem Würth Video, dass die Sachen okay sind. Wir haben hier einen ordentlichen Hammer, der auch offensichtlich schon in Gebrauch war. Ja, war der. Nüsse bis 32 und da ist jetzt auch die Sache, das ist ja jetzt nicht unbedingt hier haushaltsmäßig, sondern auch, ja, wenn du einfach so am Kfz alles Mögliche machst. Ne? Was ich gut finde, sind die Schraubendrehergriffe. Ja, die fassen sich immer gut an, ne? Aber Andi sagte im Livestream, er fände das nicht so geil, weil da vorne hart ist, ne? Irgendwann ribbelt sich das hier auf. Obwohl da auch dann Leute geschrieben haben, machen schon seit Jahren damit, passiert nichts. Ja, einer sagte aber auch, bei ihm hätte sich das irgendwann gelöst nach 10 Jahren. Ja, gut, nach 10 Jahren. Ne? Ja. Zange, nicht so geil, weil mir, das ist ja dieser normale Griff. Mhm. Ja, aber die kriegst du aber bei Knipex kriegst du auch so einen Griff, ne? Genau, das ist, so. Das ist ja die etwas und günstigere Version. Ich habe auch mal eine Zeit lang schon mal geguckt, wenn man zum Teil, also bei der hat es nicht geklappt, wenn man die Würth-Seriennummer eingibt, dass man dann automatisch zu Knipex kommt auch. Ja? Also die, zum Teil werden die wohl anscheinend auch von Knipex gefertigt, die Zangen, die Würth hat, ne? Okay, könnt ihr mal unter das Video schreiben, ob ihr da Infos zu habt. Dann Maul-Ring-Schlüssel. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Okay, du hast jetzt hier das Branding. Dann hast du hier noch eine Artikelnummer drauf. Ja, wegen Ersatz wahrscheinlich. Ne? Ja. Quality. Ja, Zebra, ne? Zebra Quality. Ja. Ja. Und du hast auch Chrom-Vanadium. Jetzt nochmal Zebra. Ja. Aber jetzt hier genieße, pflücke den Tag vor dem Leben oder was weiß ich. Oder irgendwie sowas. Ja, ja, brauchst du halt nicht. Ne? Ja. Bringt dich halt nicht weiter, wenn das draufsteht. Ne? Was bringt das eigentlich? Ja. Enjoy work. Ja, vor allem kommst du zur Arbeit, hast du sowieso schon schlechte Laune. Nimmst dann einen blöden Ringschlüssel, wo der Chef sagt, mach das fest und steht dann drauf, enjoy work. Du hast gar keinen Bock da drauf. Das war Mist. Dann musst du dir was überlegen. Ja. Ja.
ordentliche Verlängerung. Ja. Also ich bin immer noch so zwiegespalten. Du findest ihn ja eigentlich ganz geil. Ja, das ist, was doch meiner ist, ne? Ja. Dann diese klassische... da war ich am Anfang enttäuscht, muss ich ja sagen, ne? Ja. Weil ich dachte, was ist das denn für eine Billo-Zange, ne? Ja. Aber von der Sache her liegt die doch gut in der Hand. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber auch weil die so rau ist, rutscht die auch nicht sofort aus der Hand, ne? Na gut, bei einer Wasserpumpenzange kommt es natürlich auch mal hier darauf an, wie viel Haltekraft musst du aufwenden. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich werde mit dem Ding nicht warm. Mhm. Weil einfach dieser Koffer mich nicht... Ja, der Koffer ist halt nicht so das Dolle, ne? Also gerade dieses... Wobei, das sieht schon irgendwie anders aus, weil hier nochmal so Dinger rauskommen. Ja, das hält wohl, ne? Also das fällt auch nicht raus. Es wird auch nie rausfallen. Ne. Ist bei dir bisher nicht passiert. Ich habe den auch bei mir unter der Werkbank. Da habe ich hier diese, wo man so Leitern aufhängen kann, diese roten Haken, kennst du? Ja, ja. Da habe ich 4 Stück rangemacht. Der ist unter, wie so eine Schublade unter der Werkbank. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn vor und wenn nicht, eben nicht. Was ja aber auch nochmal gut ist, das macht wirklich Sinn, die Bits nicht in so, was weiß ich, Tausende, sondern einfach so ein kleines Bitmagazin, wo natürlich kann man auch mal 3000 vergessen, ja genau. Ja. Rapidaptor, also was, der hält auch gut fest. Ja. Ja, und 250, also ein Zehner mehr als der Strauß, dann doch lieber den, wenn du das Geld schon ausgibst, oder? Ja, du hast ja keine L-Box, aber die L-Box ist natürlich auch nicht so brutal robust, weil die von den Wandstärken und so... Ja. Ne, ist ja gar keine L-Box, nee, Mann. Ist ja Meterbox, aber wir wissen, was gemeint ist. Ja. Dann sind die schon robuster, glaube ich. Ja, und was fehlt denn hier, was jetzt bei der Strauß dabei war? Die Monierzange. Ja, gut. Eine Spitzzange? Spitzzange würde auch fehlen. Seitenschneider ist hier auch nicht drin, ne? Naja, aber Spitzzange hatten die auch nicht. Schatten die nicht, ne? Ansonsten hast du aber hier wirklich das ordentlich. Ja. Kein Elektriker-Schraubendreher. Ne. Ja gut, wenn jetzt... Dafür hast du aber wieder einen Phasenprüfer, ne? Ja, okay. Also wäre dann auch eher so meine Richtung. Im Gegensatz zum Strauß auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn das Geld schon ausgibst, ich meine, der kostet jetzt Amazon-Preis 250. Wahrscheinlich kriegst du den vom Vertreter auch wieder für 180 oder was, wenn du dich mit ihm gut stellst oder so. Oder 130, ja, wenn je nachdem. Ein paar Schrauben dazu kaufst. Ja, die guten. Dann ist es wieder eine Mischkalkulation. So, lass mal zumachen. Ja. Der sieht ja ähnlich aus eigentlich, ne? Der Dexter. Dexter gibt es ja auch auf Netflix. Ist ja auch was so mit Werkzeug teilweise. Ja, Dexter heißt ja auch aus dem Latein, meine ich, fachkundig oder kundig. Ja, und wir haben uns gefragt, wer steckt hinter Dexter und haben ein bisschen recherchiert. Und das ist, ich glaube, Adeo Group oder so eine französische Vertriebsfirma, die einen Haufen Zeug einfach irgendwo wahrscheinlich importiert und verkauft. Macht auf mich so ein bisschen so... Das ist ein buntes Sammelsurium, ne? Spielzeug. Ja. Preislich liegen wir wo? Aktuell ist der so bei 95 Euro und dann geht nochmal 5% irgendwie ein Gutschein runter oder was? Wow. Ja, also, 90 Euro. Ne? Aus guter fernöstlicher Tradition haben wir erstmal wieder ein buntes Sammelsurium an Bits. Ja. Immerhin haben wir aber hier einen ersten Kandidaten, der auch mal so etwas längere hat. Was ja, mach mal nicht verkehrt ist. Mhm. Gerade wenn du so tiefe Schrauben hatte ich letztens noch gehabt. Ja. Wo du nicht rankommst, weil dann der Griff schon wieder von dem Schraubendreher zu dick wird. Ne? Ja. Oder du hast manchmal Akkuschrauber oder so Bithalter, die relativ tief reingehen. Mhm. Und wenn du da keinen Bithalter nimmst, dann verschwindet der Bit. Ja. Da bist du dann, und dann denke ich auch, ne? Zum Beispiel haben wir hier so einen Burschen, hier zum Beispiel. Das ist jetzt zwar ein Drehschlagschrauber, aber gib mal einen normalen Bit her. So, ja, dann ist er weg, genau, ne? Da ist er weg. Also ich drücke den jetzt gar nicht mehr tiefer rein, weil das muss so wirklich eine Zange haben. Ja. Ja. Dann kannst du besser die lang nehmen, ja. Und das finde ich so ein bisschen doof, weil... Weil er jetzt nie wieder da rausgeht. Ja, mit der Zange. Ja. Gut, dafür gibt es ja diese, ne? Da haben wir eine Zange dabei, guck mal. Oh, ich sehe schon, hier ist eine Feder. Ja. Das ist nicht so verkehrt, das finde ich ganz praktisch. So, aber was mir auffällt, ist halt irgendwie eine Mini-Uhrmacherzange oder so, weil guck mal, hier geht es ja, aber der Griff ist viel zu klein. Zumindest für mich. Ja. Da bist du ja schon wieder mitten in der Handfläche, ne? Wenn du ein bisschen. Ne, das ist. Naja. Dann Seitenschneider hat auch diese Feder. Hier siehst du das auch, was der jetzt federt, ne? Mhm. Also der quetscht dann auch eher. Ja. Ich sag mal, übliche Qualität, Rollgabelschlüssel. Der läuft sogar sehr gut. Ja, Rollgabelschlüssel, das ist wiederum eine Sache, empfehle ich auch immer, wenn du universell irgendwie unterwegs bist, hau dir noch einen Rollgabelschlüssel rein, kann dir manchmal wirklich
helfen. Ja, die sieht gar nicht mal, also die ist mal ein bisschen anders geformt, ne? Mhm. Und die ist auch robuster als diese Wellblechzangen, sag ich mal, ne? Also die ist schon, im Gegensatz zu den anderen, die sonst immer dabei sind, ne? Ist die doch jetzt mal schon mal, ist jetzt auch nichts Besonderes, aber besser als die normal. Scheint auch mal eine ordentliche Schneide dazu haben. Auf jeden Fall haben sie sich die Mühe gemacht, die anzuschleifen, so ein bisschen, ne? Ja. Dann haben wir eine Pucksäge. Haben wir irgendwo Reserve-Sägeblätter? Nee. Haben wir nicht. Hier ist aber interessant, ne? Weil das Markenlogo oder der Schriftzug ist ja hier. Mhm. Wenn du sie einbaust. Also dann nicht, ja. Dann nicht. Aber deswegen haben sie das Cuttermesser extra so rum reingelegt, dass, damit man es auch sieht. Was für, das ist auch nichts Besonderes jetzt, ne? Das ist so ein. Ja, aber wiederum, wenn du jetzt so Haushaltswerkzeugkoffer, okay, ein Cuttermesser, hier auch eine Rolle Isolierband, okay. Ja. So, dann, was sagst du, steht irgendwas drauf? Ich würde mal sagen, nein. Nein, ich glaube nicht. Doch! Matt Finish. Alter! 3 Meter. Nee, das steht hier, tatsächlich. Aber was ist das? Hä? Ich glaube, den kannst du nur halten, ne? Der okay, ach, okay, der soll, ich dachte gar nicht, dass der richtig bremst, aber, jo. Guck mal hier, übererfüllte Erwartung. Also Genauigkeitsklasse 2, dann muss eigentlich hier der Hersteller noch stehen. Matt Finish. Ja, das ist natürlich eine wichtige Information, dass das halt das mattiert ist. Ja. Ja, 3 Meter. Okay. Der Hammerkopf hat eine komische Form, der hat wahrscheinlich nicht anders an den Koffer gepasst. Nee, aber das ist ja auch eine Form, die, boah, ich hatte früher mal so einen Hammer. Okay. Boah, war der von Picard oder so? Mhm. Der hatte auch diese Form. Okay. Nicht brutal schlecht, ne? Ist aber. Ja, geht schlimmer, ne? Auf jeden Fall. Ist aber nichts drauf, irgendwie von Prüfzeichen oder so. Das finde ich lustig, diese Klemmen. Die haben auch richtig. Ja. Ne? Ja, ja. 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 Die hier sind ein bisschen. Also, man kann so was mit anfangen, ne? Wird nicht lange halten, aber. Hier kannst du als Nippel klemmen. Nee, lieber nicht, heute nicht. Knarre. Okay, Knarre, Zündkerzeneinsatz. Knarre mit einer Verriegelung. Ja. Die ist ein bisschen klein. Dann Original Dexter Maul-Ringschlüssel. Aber nicht komischerweise auch relativ wenig. Fängt bei 8 an. Bis 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, dann war's. Das war's dann. Von der Verarbeitung hier ist etwas. Ist nicht so geil hier. Aber. Die sind mir auch zu kurz. Ja, die sind tatsächlich sehr kurz. Ja. Hier könnte ich gar nicht mit arbeiten. Nee. Guck. Ja. Also ich müsste dann so, das ist ja, na, die Wasserwaage gehen, aber so geht's ja, nicht. Die Wasserwaage finde ich ganz okay, weil du da auch noch mal einen Winkel einstellen kannst. Materialtechnisch. Ist auf jeden Fall sehr robust. Oder? Mhm. Sah robust ja, aus. Ja. Ja, geht. Ist jetzt aber kein Trompetenblech, ne? Nee, und du hast halt hier. Kannst du einstellen. Ja. 60 Grad. So. Und wenn wir das jetzt hier in der Waage haben, dann haben wir 60 Grad. Ja, ganz pfiffig, ne? Mhm. Ach, guck, das ist Gummikanten so als Stoßschutz. Das ist eine Flummi-Waage. Nee, aber dann haben wir noch einen Bithalter mit Ratsche. Na gut, erwarten Sie nichts. Umschaltung. Was ist mit der Umschaltung los? Oh, oh. Oh, die hat aber ja. Sand im Getriebe. Ich weiß nicht, ganz früher hatte ich auch so einen, ich habe den geliebt. Also generell so als, einen. Als was auf den Markt kam oder was, ja. Ist halt dabei, dann hier von der Ratsche, 3/8 Zoll ist das ja, gehen wir bis 18. Das ja. Finde ich dann aber komisch, dass wir da nicht noch 19er haben. Weil ich brauche 17, 19, 18 brauche ich jetzt noch weniger. Wird jetzt nicht mein bester Freund, der Koffer. Nee, aber für 90 Euro... Ist okay, das, was da drin ist, sagen, ist okay. Also, ja. Sag mal so, von den Koffern in der Rubrik ungefähr, wenn ich das jetzt auch mit WorkPro vergleiche, wäre ich eher hier. Ja. Weil WorkPro, ja, ich meine mit den Einschränkungen, die man hier hat, auch hier von wegen, dass das... Hier siehst du jetzt auch das, den Unterschied zum Würth. Ja, du hast nämlich hier... Viel zu weich, ne? Das ist viel zu dünn und diese Aussparungen haben sich hier quasi bei der Benutzung schon reingedrückt. Ja, vor allem bei der Benutzung. Was haben wir denn denn? Ja, das ist das ja. Wir haben es nicht mehr benutzt. Wir haben es einfach mal rausgeholt. Einfach rausgepackt und ja. Genau. So. Und das, ja, guck mal, das ja, das also fällt das dann raus. Also das ist safe, dass das rausfällt, ne? Aber Kirche im Dorf lassen für 90 ja. Euro. Ja, fällt guck. Der Schraubendreher auch mal raus. Ja. So. So.
Marmorstein und Eisen bricht. Aber unser Granit nicht. Nee. Granit, würde ich mal sagen, irgendwie ein Werkzeugvertrieb, so eine gelabelte Marke. Mhm. Koffer, so ähnlich jetzt wie der Dexter auch, so ein bisschen alles hier mit Kunststoff. Bevor wir ihn aufklappen, preislich? 140 Euro. 140 Euro, ja. Und es erinnert mich, erster Eindruck, so ein bisschen KS-Tools, diese Liga, mhm. relativ viel drin. Und es ist ja kein Werkzeugkasten in dem Sinne, sondern eher so ein Ratschenkasten mit viel Zubehör. Und in alter Tradition, es ist hier eine Nuss, wo kommt die her? Wahrscheinlich von der 13. Ah ja, genau. Das hält nicht. Genau, das hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, dass das hält nicht hält irgendwie. Dann, die Ratschen sind alle gelabelt. Granit, Chrom, Vanadium, dann noch eine Artikelnummer, Halbzoll. Ja. Wir haben hier eine Verriegelung, aber die Umschaltung ist nicht geil. Nee. Guck mal. Haken. Oh, ja, das ist nicht schön. Nee. Ist das bei der Kleinen auch so? Ja. Das ist überall so. Jo, aber richtig schlecht, ne? Ja. Alter, was ist denn da los, ey? Das kriegst du aber auch in besser hin, ne? Gibt's auch in schön, ne? Also in relativ schön, ne? Ja. Man könnte jetzt noch mit Goodwill sagen, okay, das ist absichtlich, nee, dass das rastet. Weil, guck mal, die rasten ja jetzt hier nicht. Nee. Die haben keine Raste. Um jetzt einfach mal in die Schublade zu greifen, hier die Matador-Ratsche als Engelbert Strauß gelabelt. Und das geht richtig schön. Ich habe hier so einen leichten Druckpunkt. Mhm. Das heißt, es kann auch nicht mal eben passieren, dass mir die Drehrichtung jetzt verstellt wird oder die in der Mitte ist und dann irgendwie läuft sie ja durch. Das wäre auch blöd, wenn du dann hier jemanden drauf gibst und dann ist das Ding durch. Aber hier hast du gar keinen Druckpunkt. Nee, das ist so kein Gefühl, ne? Irgendwie, nee. Ja. Da steckt halt das Detail. Und das ist jetzt auch wieder für mich sowas. Das ist ein Abturner, ne? Mhm. Mhm. So, ja. Kunststoffeinlage, relativ viele Bits. Mhm, auch große, ne? Auch so 50er Torx oder 70er, ne? Ja. Gut, auch diese Konsorten hier. Ja. Sowas als Torx 70, Torx 50. Das sehe ich eher so als Schrauber-Garagenkoffer, ne? Ja, Zündkerzschlüssel 21, 18. Mhm. Auch mit dem 16, Gummi drin. Dann haben wir hier ein paar Langnüsse, das ist natürlich auch eventuell mal ganz spannend. Dann hier auch die Vielzahn, auch Kfz. Dann haben wir hier einzelne Innensechskant. Wieder zu kurz. Ja, und da sage ich mir auch, okay, da kannst du besser vielleicht so ein Magazin nehmen, weil das ist auch schon wieder so, ja. Guck mal, du kriegst den auch nicht hier. Der muss den genau, dass er genau passt. Ja. Ne? Ja. Ist so im Handling ein bisschen nervig. Hier frage ich mich, was war da? Oder was könnte da noch sein? Also ich habe den ja ausgepackt und da war nichts drin. Ja. Also, ja, das sieht ja aus wie ein Ratschenkopf irgendwie, ne? Aber würde ja nicht passen. Ja. 110 Euro, sagst du? 140. 140? Ja. Ja. Wie gesagt, ist so eine typische Handelsmarke. Ja. Ist vielleicht mittlerweile auch besser geworden, ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja einer von euch Granit. Aber du weißt jetzt, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Mhm. Also, wie gesagt, ist es kein HZ, ist es kein Stahlwille, es ist halt diese Liga. Ich denke, du kannst damit arbeiten. Ja. Keine Kaufempfehlung, aber... Es ist auch kein Schrott. Es ist auch kein Schrott. Ja. Aber trotzdem, die Knarren würden mich abtören. Ja. Ne? Gut, nächste, ne? So, dann mal was ganz Spezielles. Das ist ja mal der Hammer, oder? Genau, dem Drachenlord seinen Werkzeugkasten. Treue Zuschauer werden ihn noch kennen, weil er ja immer da hinten hängt, ne? Genau, das ist der... Und das ist die zweite Version davon. Wir wollten immer verlosen, glaube ich. Hm. Wir haben aber noch keine Gelegenheit gefunden. Tja, ist echt was für Freaks. Ja. War auch immer Zuschauerhinweis. Und du hast quasi ja den Hammer im Hammer. Hm. Und das Ganze ist auch noch ein Werkzeugkoffer. Ja. Und jetzt kommt natürlich... Herzlichen Glückwunsch. Ja. Erstmal ist es Aromatherapie. Fernöstliche Aromatherapie. Hey. Ui, ja, dann auch ordentlich. Oh. Hm. Boah. Bäh, ekelhaft. Ja, gehst du ins Bett, oder? Genau. Und jetzt? Ja, das ist aber, also das ist ja mal, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja, was willst du denn damit anfangen? Was ist das?
Das ist ein Stromprüfer. Mit 12 bis 220 Volt mit Anzeige. Hier mit Induktion. Okay. Direct und Induction. Okay. Also du kannst es hier quasi berührungslos. Das ist auch total wichtig, dass man sowas daran erinnert. Ja, du musst hier drauf drücken und damit leitest du. Mhm. Warte mal, Direct. Willst du jetzt eine Steckdose ballern, oder? Du müsstest dich doch an einem Kabel anhalten können. Bei Induktion eigentlich schon, ne? Ja. Wo bin ich zu blöd? Nee, eigentlich ist das richtig. Weil da muss ja irgendwelche Ströme gehen da ja durch. Ja, passiert aber nichts. Okay. Oder wir haben das hier. Der hat gerade geblinkt. Da war er gerade rum. Nein. Das sind ja auch keine Knöpfe irgendwie. Nein, das ist einfach nur der Leiter. Doch. Aber der hat doch gerade. Oder hat der irgendwie einen Kondensator, der sich erst aufladen muss oder so? Naja, gut. Aber. Gut. Aber eine Minusanleitung war auch nicht dabei, ne? Ja, aber ich bin auch immer noch total fasziniert von diesem. Sag mal. Dann. Das Wimmeltape. Ich kenne wohl Wimmelbilder. Da muss ich mir das mal festhalten, als wenn ich den Inhalt. Du hast gerade echt voll den Lachflash, ne? Ich dachte immer, ja, hier ist auch noch einer. Achso, das ist hier. Das ist hier Teflonband. Teflonband, das musst du auch haben. Das muss man haben. Ja. Guck mal, der wieder, da haben sich auch Mühe gegeben. Aber wo sind denn dann die Bits? Sind die da im Griff? Wahrscheinlich oder? Sind die da. Nee, warte, wo kriegst du die raus? Hä? Da sind keine drin, das ist so zum Drehen hinten. Du hast keine Bits anscheinend. Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Warte, hört man denn was? Ja, doch, da ist was drin, aber wie kriegst du die raus? Gar nicht, nie wieder. Oder einfach ziehen? Ja, einfach ziehen. Okay. Manchmal ist es so einfach. Und jetzt kommt was raus. Ja, oh. Da, die ganz kleinen, ne? Ja. 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 Aber sieht nett aus, schön eloxiert. Guck mal, das wird einfach durch so einen O-Ring gehalten. Ja. Hier. Achso, okay. Ja. Geil. Ja. Ja. Wie so ein Spinning. Ja, das ist Fidget Spinner. Fidget Spinner. Da krieg ich das Ding gegen den Kopf, weil das abfällt. Und dann krieg ich das so boah. Guck mal. Ja. Mach hier brumm. Brumm, brumm, ja. Ja, du kannst dich abreagieren. Okay, dann Proxon Style. Ja, der Griff, ja, ne? Na, Alter. Ach, Alter, Alter. Gut, du hast ein paar. Aber kein. Ja, Innensechskant hast du dann noch da. Gut, das mit dem. Rollgabelschlüssel haben sie dann so gelöst. Die Zange ist natürlich. Hui. Habe ich schon schlimmer gesehen, aber ist auch relativ klein. Und der Rollgabelschlüssel. Ja, nichts Geiles, ne? Ja. Aber Leute, wir haben noch den Hammer. Weil es ist ja ein Hammer. Und. Boah. Alter. Der sieht so aus wie so ein teurer Hammer mit so einem Ledergriff und hat er nicht, ne? Ja, ja. Damit kommst, wenn du damit auf die Baustelle kommst, dann ist alles geregelt. Ja, den kannst du so lässig ums Handgelenk tragen. Ne? Vor allen Dingen, guck mal, wie krass das abgewinkelt ist. Ja. Also ich kenne das eher, dass er so im 45 Grad so, aber... Ja. Hätte er nicht reingepasst wahrscheinlich. Meinst du? Ja, der wird ja, wenn der mehr, dann wird er ja automatisch breiter, der Hammer, ne? Ja. Ja. Obwohl, ist ja egal. Stimmt, der ist ja so drin, ne? Ja. Irgendwie... Ja, wir sind. Also wenn du nichts hast, freust du dich darüber auch nicht, oder? Nein, das ist was für. Das ist was für Fans, aber für was für Fans? Wenn das jetzt Thor wäre oder sowas, dann müsste das ja original von Marvel sein. Ist ja nicht. Also ein Marvel-Fan freut sich ja darüber wahrscheinlich auch nicht. Ja, vielleicht freut er sich über das Wimmeltape oder so. Das Wimmeltape. Oder diesen tollen Stromprüfer. Ja. Also das ist nichts. Also gerade für den Stromprüfer müsste doch eine Anleitung dabei sein. Wie soll denn jetzt ein Laie damit irgendwie klarkommen? Ja. Also. Also der ist... Als Tischdeko. Ja, so wie er da an der Wand hängt, ist das okay, ne? Aber so oder du machst irgendwie noch einen China-Böller rein und dann hast du ein Tischfeuerwerk. Ja, gucken, wie lange es hält. Ja. Wenn ich jetzt schnell zumache, passt alles rein, ne? Nein. Oh. Und Preis haben wir noch nicht gesagt, ne? Nee, hau raus. 68 Euro. Geil. Ja. Mein lieber Scholli, ey. Also das... Ja, also das ist... Oh, den Meister. Oh, jetzt kommen wir, jetzt wird's schwer. Boah, ist der schwer? Der, fass mal an. Sag mal. Versuch den mal. Der ist schwer. Ja, der ist wirklich schwer. Ja, ne? Der ist richtig schwer. Der ist wirklich schwer. Und. Da, das ist ja auch ein so Trolley. Ist, ne? Genau. Hat er Rollen gekriegt. Hat eine Trolley-Funktion. Erinnert mich natürlich jetzt so ein bisschen an unsere tollen Zauberkästen mit 1692 Teilen. Ja. Sag mal den Preis: 160 Euro. Meister ist ja auch so ein, glaube ich, Werkzeugvertrieb. Gab es schon, als ich noch. Klein war. Gab es das nicht irgendwie eine Zeit lang auch bei Aldi oder so? Ja, irgendwie sowas. Meine ich auch. Meisterwerkzeug. Ja, Meister. Dieser Koffer tut Not. Ja. Den kannst du nicht abschließen.
Okay, kannst du nicht abschließen. Ja. Aber die Verschlüsse, das ist alles so. Ich meine, der will ja jetzt nicht mehr sein, als er ist. Ja, ja. Aber dafür ist er ordentlich verarbeitet und hat nicht hier so. Auch der Griff. Ähnlich jetzt zum Beispiel wie bei Makita. Mhm. Das soll kein Aluminium sein, es ist Plastik. Also es will auch nur Plastik sein. Mhm. Dann finde ich, ist es manchmal wertiger. Ja, auf jeden Fall. So, erinnert mich doch gerade an WorkPro. Mhm. Aber mal sehr doll. Ja. Auf jeden Fall finde ich das schon mal besser. Ja, dass das du hier einfach so, ein Fach, Taschen, ne? Also eine Tasche, okay, ja. mit so Gummizügen. Okay, du hast eine Spitzzange. Oh, Alter, die sind aber auch klein, ne? Mhm. Ja, für große Hände ist das nichts. Die ist schon größer hier, die Kombizange. Gut, kannst du mitarbeiten. Oh, der ist aber, die Schneide ist nicht durchgängig. Na komm, dann lass mal. Und die haben auch oben relativ viel Platz. Komm, ich hab noch eine Ecke. Ja, ja, geht durch, aber, ja. Seitenschneider nochmal. Der hat sogar geknackt ein bisschen, ja, ne? Ja, ja, ist okay. Ja, ist okay. So. So, Wasserpumpenzange. Das war wieder so eine grobe, ne? Mhm. Ja. Wenn du das mit einer Knipex vergleichst, das vom Maul mit den Haltekräften und so, oder die grippt nicht so gut. Mhm. Hier, ja, das ist ja der, so eine, den ich vorhin meinte. Trimmzange. Das sind ja diese Ölblechdinger, ja, da, ne? Wobei, die hat ja schon mal den dickeren Griff. Das gab es auch früher noch ganz viel schlimmer. Hier sind aber ein paar Kabelschuhe drauf zum Krimpen. Dann, das ist immer ganz interessant. So ein Fallmechaniker-Ding, ne? Ja. Ja, auch nichts Dolles. Kriegst du so, ich glaube, so um die 10, 15 Euro kriegst du sowas auch einzeln. Du hast aber hier so ein paar Sachen, wobei hier fehlt einer. Ja, der liegt da drin, okay. Ja, der fällt jetzt auch schon raus. Ja. Ist die Frage, ob die gehalten werden, wenn der Deckel zu ist. Ja. 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 Okay. Hat das eine Funktion? Rollgabelschlüssel, und zwar den größten, den wir bisher in diesen Kästen hatten. Ja, läuft, ne? Skalierung bis 30. Aber läuft relativ gut, ne? Ja, und durch den langen Griff kannst du natürlich auch ein bisschen mehr Momentum drauf machen. Hier ist es auch Klett und Gummi, wie beim WorkPro. Ja, auch so eine Pfeile, eine Pfeile, ne? Drin. Rundpfeile, ne? Ja. So, die erinnern mich so ein bisschen an die, die im Makita drin waren. Von dem Finish hier. Sind wir 8, 10, 11, 12, 13. 14 haben wir nicht, 15, 17, 19, 21. Ja, das war das vorhin, ne? 17, nee. 18 oder 19 fehlte dann irgendwie, ne? Und Maul-Ring-Kombination. Dann haben wir hier. Boah, es wurde erhört, endlich mal ein paar längere, ne? Ja, und auch mit den Kugelköpfen. Ja, das ist viel wert. Das ist echt gut. Da kannst du. Aber wir haben das hier noch vergessen. Weil du hast tatsächlich. Das hatten wir letztens auch schon bei dem anderen Test. Und das ist auch. Eine Sprengringzange. Ja, das ist super. Das brauchst du immer mal. Ich meine, du brauchst nicht oft, aber wenn du es hast, bist du froh, dass du hast. Und du hast hier verschiedene Einsätze. Das ist also schon ungewöhnlich, ne? Mhm. Dass du in so einem Koffer sowas drin hast. Also diese Taschen gefallen mir gut. So, kannst du das jetzt hier. Ganz festmachen wieder, ja. Fixieren. So, hier wird es interessant. Wir haben eine kleine Bügelsäge. Konnmetallmeister heißt das übrigens. Okay. Kleine Bügelsäge. Hier sind auch Ersatzsäge. Das ist das, was ich eben auch bemängelt hatte bei dem anderen Koffer. Ne? Ja. Da hätte man noch mal so ein Fach machen können. Dann haben wir hier Cuttermesser. Dann haben wir Zimmermannsbleistifte. Und das ist ja mal lustig. Mit Anspitzer. Mit einem Anspitzer. Für einen Zimmermannsbleistift? Ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert. Ja. Das geht tatsächlich, ne? Ja. Ja. Du führst ihn hier ein und dann kannst du das komplett drehen. Also der richtige Handwerker, also ein richtiger Anspitzer ist, der spitzt schon an weg. Ne? Der spitzt das mit dem Cuttermesser. Mit einer Axt. Ja. Ja. Okay. Ja, funktioniert. Tatsächlich habe ich so ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Ich habe es immer mit dem Cuttermesser gemacht. Ich habe es schon mal gesehen und da habe ich mir immer gedacht, das kann bei so einem eckigen Stift nicht funktionieren. Ja. So, dann interessant, eine LED-Leuchte. Mit Magnet und Aufhängen. Für 3 Doppel-A-Batterien, okay, sowas hat man im Haus, hier ist ein bisschen Magnet, hier ist ein bisschen Aufhängung. Das sind diese Einzel-LEDs, also das ist eigentlich so oldschool. Wir machen jetzt keine Batterien rein, aber... Mit Bedienungsanleitung. Hier ist eine Bedienungsanleitung, aber es leuchtet 24 LED. Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Finde ich jetzt aber auch gar nicht so schlecht. Da würde ich allerdings auf diese Brennstuhl wechseln.
Die habe ich euch die schon mal gezeigt, ja, smarte Werkzeuge? Nee, bei den Geschenketipps, Weihnachten. Ah ja, Geschenketipps. Ich weiß nicht, was die kostet, ein Zehner oder ein bisschen 12, mehr? 12 Euro, glaube ich, war die. Ja. Und die hat einen Magnet, die ist echt aus Aluminium, die ist echt sehr, sehr kompakt. Kannst du dann auch hier wegschmeißen. Ja, musst du halt gucken, ne? Ist die entsprechend. Und die ist richtig hell. Und ne? Die ist richtig hell. Kannst du schlecht reingucken, kannst du auch regulieren. Und kannst auch rot. Wenn er gemütlich, weißt du? So für ein bisschen Stimmung. Alarm! Aufladbar mit USB, allerdings Micro-USB, leider kein USB-Typ-C, was man mittlerweile häufiger hat. Was mich allerdings nervt, muss ich sagen. Mich nervt nur, dass ich die meisten nicht finde, weil sie so klein ist. Ach so. Nee, mich nervt, du machst die an und um die jetzt auszumachen, musst du komplett musst du durchschalten. Ja. Dann sage ich, Leute, was ist denn da los? Hm. Dann mach doch diese Logik rein, dass du sagst, okay, 3 Sekunden halten, aus. Passiert aber nichts. Nee. Du kannst jetzt halten, bis die Batterie leer ist. Ja. So, dann eine dicke Einlage. Und jetzt ist es interessant, weil wir haben ein relativ ausführliches Set hier mit Nüssen bis 32. Und die Nüsse sind hier bedruckt. Das ist mal eingestanzt, eingefräst. Und dann hier echt nochmal so schön mit Farbe. Mhm. Dann das Inlay ist geschäumt. Und das Inlay hat auch eine Legende drauf. Dann die Ratschen sind gekröpft. Sieht so ein bisschen aus wie das Makita, aber die sind deutlich stärker gekröpft. Also schon heftig. Das ist schon fast ein smartes Werkzeug, habe ich gerade festgestellt. Weißt du warum? Warum? Ja, guck mal, hier ist ein blauer Punkt drauf. Ja. Das ist der für die blauen Zahlen. Und der grüne Punkt ist für die grünen Zahlen. Jo. Also halb Zoll oder eben. Ja, stimmt. Ja, cool gemacht. Und wir haben hier eine Auswurfhilfe. So. Und jetzt pass auf. Ja, das geht. Auch, das geht, ja. Ja. Das geht hier auch. Zwar ein bisschen leichtgängig, aber es geht, ja. Ja, ist die auch gekröpft? Guck mal, die ist auch gekröpft, ein bisschen, ne? Aber auch hier. Du hast einen Druckpunkt. Ja. Das schleift nicht. Ja. Relativ feinzahnig. Auch interessant. Zündkerzenstecker. Wobei ich mich wirklich frage, hast du schon mal Zündkerzen gewechselt? Ich habe mal Glühkerzen gewechselt an meinem Zandia damals, der mit der Benzinpumpe. Ach, der mit der? Ja. Ich glaube, der hat noch Zuschriften. Wenn es dieses Auto noch gibt, ich habe da unten auch immer noch einen Ringschlüssel und eine Motorhaube liegen. Ja, der ist nie durchgefallen. Und ich habe da geflucht und da war ein Minus. Es hat geschneit draußen und ich musste diese blöden Kerzen wechseln. Das geht gar nicht. Also ich habe es dann geschafft, aber nach 3 Stunden erst. Aber nee, nie wieder. Aber machst du halt nicht mehr, ne? Vielleicht am Moped. Das finde ich mal ganz gut. Ja, warum? Ja, da kannst du doch mal richtig Ivan draufgeben. Da könntest du jetzt zum Beispiel, ich gehe mal davon aus, ich meine, wenn du jetzt den kurzen auf der Ratsche, dann haust du den hier durch. Ja. Und dann kannst du auch noch mal richtig hebeln, ne? Ja. Könntest du sogar noch Linie drauf machen. Ja, dann hast du dann mal wieder fast ein Radkreuz. Ne? Jetzt hast du ein Radkreuz. Ja. Noch ein Aal dazu irgendwie. Vielleicht findet sich noch was. Ja, das, aber ganz, das ist eigentlich ganz gut gemacht, ne? Ja. Dann hier ein Bitset. Okay, hier rappelt ein bisschen was. Ja, aber sogar mit Verriegelung, der Bithalter. Ja. So, dann haben wir noch einen Bithalter mit Ratsche. Ist der mit Ratsche? Hm, ja, so mehr oder weniger, ne? Also auf 90 Grad, zweimal klickt und du stellst das hier um. Das ist also schon ein bisschen exotisch. Ja. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Der Griff ist relativ robust, aber du kannst auch einfach hier das hier so abmachen. Also du hast quasi diesen Ratschmechanismus so halb außerhalb. Ja. Irgendwann hast du ihn verloren und dann musst du mit dem Schraubendreher umstellen wahrscheinlich. Finde ich komisch. Dann 5 Meter Maßband hier gummiert. Und tatsächlich, wir haben wieder eine Herstellerkennzeichnung drauf. Genauigkeitsklasse 2. Das ist jetzt auch kein Klump. Und dann haben wir einen meisterhaften Hammer. Und siehe da, wir haben sogar eine Nagelhilfe mit Magneten. Tja, ist auch kein Schrott, ne? Nö. Dann haben wir noch Schraubendreher. Bisschen kurz. Erinnert mich vom Griffdesign so ein bisschen, aber vom Feeling so ein bisschen an die Würth-Schraubendreher. Aber grundsätzlich, also ich bin überrascht von der Ratschensektion. Mhm. Das ist ganz nett gemacht, auch mit den grünen und blauen Zahlen da drauf. Ja. Das ist schon ganz okay, ne? Sortimentzusammenstellung finde ich auch praxisgerecht. Ja. Das ist mehr als ausreichend auf jeden Fall. Für einen Haushalt und so hast du eigentlich alles dabei, ne? Ah, 160 Euro ist natürlich schon. Ja, aber ist da viel drin, ne? Wäre jetzt für mich so in dem Bereich für einmal alles schon. 160. Aber eine Empfehlung ja. In dem Bereich. So. Also du kannst jetzt nicht viel verkehrt damit machen. Ne.
Werkzeugkoffer von Gedore Red. Gedore Red ist die Budget-Linie. Das meiste ist dann nicht made in Germany. Habe ich mir sagen lassen. Aber im Livestream gab es auch Kommentare, dass zum Beispiel der Drehmomentschlüssel von Gedore made in Germany ist und in Ordnung ist. Tja, und da würde ich jetzt erstmal sagen, wenn du eine Marke wie Gedore hast und die haben so eine Budget-Linie, dann sollte man davon ausgehen, dass es zumindest kein Schrott ist. Ja. Und ist es auch, auf den ersten Blick ist es das auch nicht. Wir haben so ein bisschen was von allem. Ich würde jetzt nicht sagen Haushaltswerkzeugkoffer, sondern wirklich Mechaniker-Werkzeugkoffer. Mhm. Sinnvolle Zusammenstellung auf den ersten Blick. Wir haben einen ordentlichen Hammer mit einem Hickory-Stiel. Also wirklich so klassisch ist die Norm drauf. Ja. Kein GS-Zeichen oder sowas, aber das ist jetzt der ist ordentlich. Der ist ordentlich auf jeden Fall. Hier fällt mir jetzt gerade auf, bei der Einlage haben wir wieder diese Rasten, ähnlich wie beim Würth, die sich hier, guck mal, die sind nämlich nicht weich. Die sind hart, ne? Ja. Und das hörst du jetzt auch, dieser Druckpunkt. Drin ist er, ja. Also da würde ich dann sagen, okay, das ist eine bessere Version. Anstatt, das merkst du aber, wenn du die Werkzeuge zurücklegst, wenn das so wabbelt irgendwie, dann ist es schlecht. So, dann Ratsche, wir haben Viertelzoll und wir haben eine Halbzoll. Und jetzt auch der Vergleich wieder. Wir haben erstmal diese Verriegelung und die Auswurfhilfe. So, und das, guck mal, das geht doch wunderbar. Ja, das läuft gut, ja. So, und jetzt guck dir das an. Die sieht ja vom Eindruck aus wie diese Granitratsche. Ja, eigentlich schon, ja. Aber so. Die läuft schöner, ne? Also deutlich. Also da würde ich auch sagen, okay, da steht Gedore drauf und dann ist das zumindest kein Kernschrott. Bei der... Die geht ein bisschen schwergängig. Aber es ist noch in Ordnung. Ja. Wie gesagt, du musst ja auch darauf achten, dass das nicht eben sich versehentlich mal löst. Was mir auffällt hier, auch ein Kaderngelenk, das ist schon ordentlich verarbeitet. Ne? Keine Drähte. Die Nüsse bei der Halbzoll bis 32, da würde ich jetzt auch so vom ersten Eindruck. Im Livestream hatten Leute geschrieben, dass teilweise die Maßhaltigkeit bei Gedore Red aus ihrer Erfahrung, einer hat das geschrieben, nicht so 100% gut wäre wie bei den regulären Gedore-Sachen. Dann hier Rollgabelschlüssel. Funktioniert gut. 2,50. Ja, also ja auch meine Empfehlung, sowas immer dabei zu haben. Kleine Nüsse. Das ist so ähnlich wie beim Würth, ne? So. Mhm. Auch so die Zusammenstellung ist ähnlich. Maulring. Kombi-Schlüssel, Gedore Red steht drauf, Chromanadium, sonst nichts. Da habe ich mich gefragt, es gibt ja von Gedore Red auch sowas hier, so ein komplettes Set. Die kosten, das haben wir mal nachgeguckt, doch so 35 Euro oder sowas in den Dreh. Und wenn ich mir jetzt diese Schlüssel hier angucke, dann ist das eine andere Qualität. Vom Finish her würde ich fast sagen, dass die ein Müh besser sind. Aber ich glaube, das liegt ungefähr in derselben Liga. Nur da auch nochmal der Hinweis, wenn du jetzt Maulschlüssel, Kombi-Schlüssel, Maulring suchst, du kriegst also auch in dieser Budget-Serie so für, weiß ich, 30, 40 Euro auch schon sowas, ne? Ja. Bevor du wirklich Kernschrott irgendwie dir ins Haus holst. Zangen. Und was mir direkt aufgefallen ist, warum haben wir hier keine Kombi-Zange? Ja, hast du eine Spitzzange und einen Seitenschneider? Also Seitenschneider, ja. Komm, hau mal raus hier. Halt mir doch mal hin, dann. Ja, schneidet. Ja. Spitzzange ist auch okay. Aber gerade jetzt hier im Kfz-Bereich, ne, wenn du jetzt hier so eine Sprengringzange hättest. Mhm. Ja, klar. Wie bei dem Meister. Mhm. Ja, und... Das ist diese altbekannte Standard halt, ne? Ja. Ja, ist aber, ich finde den ganz ordentlich. Ja. Der ist okay. Kombizange finde ich echt komisch. Ja, die fehlt, ne? Dass die fehlt. Schön, dass du hier die langen in Sechskant dabei hast. Das finde ich mal ganz. Ja. Hier, die auch mag mit dem Kugelkopf. Die mag ich eigentlich gar nicht so gern, ne? Diese Hartplastik. Ja. Ich meine, da kannst du hinten mal noch ein bisschen mehr Ivan draufgeben, aber. Ja, du kannst ja hier die Ratsche rein. Ja, ich mag aber diesen Hartplastikgriff nicht, ne? Mhm. Aber das haben die ja fast alle, ne? Also, wenn du so einen Bithalter dabei hast, meistens so einen eckigen, dann ist der ja auch so aus Hartplastik, ja. So in dem Bereich. Wäre jetzt der Gedore Red für mich... Ja, du musst ja sehen, der kostet 170 Euro. Der Würth kostet 250. Ja. Dann kannst du besser den nehmen. Also wenn du 250 Euro über hast, holst du dir den.
Und dann holst du dir noch dabei, was du brauchst. Ich habe aber nicht 170 bezahlt. Ich glaube, ja. Ich habe damals 150 bezahlt. Ja, ja, klar. Aber die sind teurer das geworden. Das ist, ne? Ist ja mit allem, ne? Ja. Alles wird teurer. Ne? Alles wird teurer. Ja. Aber ich auch bald. Ja? Dafür, dass ich hier stehe, das werde ich dir bei demnächst mitteilen, ja. Dann werde ich auch teurer. Es wird alles teurer, muss ich auch teurer werden. Dann müssen die noch, müssen die Kollegen immer unsere Links benutzen. Die müssen auch nicht in den Shop gehen. Damit ja. Oder kauft mal ein bisschen Merch hier. Ja. Sonst ist er bald weg. Naja, dann stehen wir da. Ja. Du vor allen Dingen. Ja. Ja. Wolltest du noch mal, letztens hat das so gut geklappt, ne? Du hast gesagt, die Leute sollen noch mal ein bisschen so, Liebe geben. Ach so, einen Daumen hoch geben. Naja, das klappt. Ich weiß nicht. Das war wirklich. Dann hat sogar einer, ich meine, ich habe gar keine Katze mehr. Ich soll mir mal einen Daumen für meine Katze geben und zack, hat mir einer einen Daumen für die Katze gegeben, hat er sogar runtergeschrieben. Das hat sich auch gefreut, ja. Ne? Ich meine, wir haben eine Katze im Haus, aber Leute, wir müssen echt da mal ein bisschen mehr zusammenkommen vom Vibe, weil ja. Letztens haben wir euch gefragt, da waren dreimal so viele Daumen. Ja, ja, auf einmal, ne? Innerhalb von 2-3 Stunden ging das auf einmal ab, ne? Und wir wollen doch eure Liebe, wir geben euch doch auch die Werkzeugliebe. Genau. Nicht nur. Aber auch. Gestern habe ich ja auch noch, im Stream habe ich ja noch gesagt, dass wir demnächst mal wieder Motorrad fahren. Das ist ja Motorradliebe dann. So Leute, das waren ja wieder sehr viele Werkzeugkästen, deswegen machen wir noch einen dritten Teil, damit wir euch nicht überfordern mit den ganzen Werkzeugkästen, aber getreu dem Motto, ihr kommentiert, Bruckschmidt spendiert, hau ich einen raus, und zwar diesen Meister, den wir gerade gezeigt haben, wo wir sagen, okay, von uns auch eine Empfehlung, könnt ihr euch gönnen. Was sollt ihr machen unter dem Hashtag Werkzeugkoffer, mal euren Favoriten aus dieser Folge und dann bleibt uns treu, bleibt uns gesund. In der nächsten oder übernächsten Sendung wird es nämlich wieder mit dem Thema Kreissägen interessant. Da zeigen wir euch nochmal die Heikoki. Unsere Preissensuration im Tischkreissägenbereich für teilweise unter 400 Euro. Ne? In diesem Sinne, macht's gut, bleibt uns treu und bis dann. Ausdruckstanz nennen wir das. Ja. Wie wäschst du das denn? 40 Grad. Ja? Trockner? Trockner auch, ja. Alles. Ja, soll ja nicht. Sollst du nicht, weil dann leidet das. Mach doch mal einen Daumen hoch, Mann. So? Ja.